Es ist ein trauriger Geburtstag. Der an Alzheimer erkrankte Gerd Müller wird 70 Jahre alt. Der Bomber der Nation gilt bis heute als der beste Stürmer, den Deutschland je hatte. Der Weltmeister von 1974 erzielte insgesamt 365 Bundesligatore, allein 40 in der Saison 71-72. Bis heute einmalig und unerreicht. Er war der großartigste Stürmer, den wir auf jeden Fall bei Bayern München hatten. Wir hatten viele gute Stürmer, aber Gerd Müller war mit weitem Abstand nicht nur der erfolgreichste, sondern auch der beste und wichtigste. Anfang Oktober machte der FC Bayern öffentlich, dass Gerd Müller an Alzheimer erkrankt ist und seit Februar in einem Pflegeheim lebt. Eine große öffentliche Feier zu seinem 70. Geburtstag wird es nicht geben.